Ich deck dich. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld. William, puste deine Kerzen aus. Glückwunsch, Blazkowicz. Alles Gute zum... Ja! Hätte nicht gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blazkowicz, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy! Wow, das nenn ich einen richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh! Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatten Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blazkowicz. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauche mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Was zum Teufel, Gott verdammt! Scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blazkowicz. Hört, hört! Hey! Und ein Fusel. Nicht ihrer. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Oh! Oh Gott verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen! Ist doch nicht wahr! Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Oh. Hört, hört! Max Hass! Max Na Hass! Lux, schlag schon zu! Max! Oh. Max Hass! Max Hass! Komm schon, William, der hält's auf! Komm schon, das geht besser! Oh. Alles okay, Wyatt? Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Liebling, William. Wach auf, William. Oh Baby, bitte. Das kleinste Geräusch ist wie eine Kugel in den Kopf. Was ist los? White ist verschwunden. Blazkowicz. Sie müssen ihn finden. Ich muss noch alles für die Mission regeln. Los! Wir suchen ihn schon die ganze Nacht, aber finden ihn nicht. Du musst ihn finden, bevor es losgeht. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Eine Stunde, okay. Oh.
Leute, Wyatt ist verschwunden. Captain Blaskovich sucht nach ihm. Wyatt, was ist nur mit Ihnen los? Es geht um Leben und Tod. Ich habe eine Inventur im Munitionslager durchgeführt, als diese verdammte Riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat. Die war so groß wie ein Hund. Sowas habe ich noch nie gesehen. Würde sie jetzt nicht in der Kiste in der Falle sitzen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Sie müssen ins Munitionslager gehen und sie erledigen, Mann. Lassen Sie sich nicht beißen. Von dem Mistvieh kriegen Sie ganz bestimmt Tetanus und was weiß ich nicht alles. Versteck dich nur. Ist ja nicht deine Schuld, dass du eine Ratte bist. Verdammt, sie haben echt Eier. Danke. Jetzt kann ich wieder schlafen und muss keine Angst haben, dass mir das Biest die Augen ausnagt. Vielleicht weiß Holten ja was. Der ist immer ziemlich aufmerksam. Ich bin letzte Nacht früh ins Bett, also weiß ich nicht, oh, wo Wyatt ist. Oh, Blaskovic, ich hörte, Wyatt wird vermisst. Sie werden ihn finden. Ja, Junge, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Hey, ich habe Infos für Sie. Also folgendes, Bee. Wir könnten einen Funkspruch abfangen, in dem die Baumaterialien erwähnt wurden, die die Ärsche vom Generalstab auf der Venus geschickt haben. Jetzt kommt's. Auf der Liste steht ein voll funktionsfähiger Schlachtenläufer. Die benutzen ihn wohl, um Decken zu streichen oder so. Wer weiß. Naja, schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Viel Glück, Bee. Okay, Max. Komm. Lass uns ein bisschen Fußball spielen. Max Hass. Komm, nee. Max. Wyatt. Furchtbare Probleme. Also, das. Glaubst du, ich sehe das nicht? Wie du es dir leicht machst? Glaubst du, ich sehe das nicht? Mit anzusehen, wie Freunde ermordet werden? Meine Familie, meine Kinder. Und wie einfach es wäre. Zuletzt habe ich gesehen, wie der Jazz-Typ Wyatt was erzählt hat. Der von Hortons Leuten. Venus, Mann. Ich weiß nur noch, dass Wyatt gestern in der Messe einen imaginären Freund mit Käse gefüttert hat. Das ist alles, Bruder. Alles klar? Sie waren also Lehrer? Ja, Geschichtslehrer. Ich mag Geschichte. Ist nur schwer zu sagen, was Wahrheit ist. Wyatt? Klingt vertraut, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Mon Kapitän, Monsieur Wyatt hat sich gestern in der Messe seltsam verhalten. Vielleicht sollten Sie dort suchen, oui? Wyatt? Ja, er war in Su Cabeza, in seinen Gedanken vertieft, verstehen Sie? Ich glaube, das war in der Messe. Ich habe Wyatt nicht gesehen, Signore.
Die Professorin hat gute Augen. Vielleicht weiß Wyatt ist ein guter Kerl. Ich hoffe, Sie finden ihn, Captain. Ich habe Wyatt vielleicht kurz gesehen, Mister. Aber ich war sturzbetrunken, also kann ich nichts Genaueres sagen. Wyatt! War der überhaupt auf der Feier? Keine Ahnung, wo Wyatt ist. Aber sprechen Sie mit der Professorin. Normalerweise ist sie gut informiert. Hey! Hey, Paris Jack. Haben Sie Wyatt gesehen? Ja, letzte Nacht. Ihm ging's nicht besonders gut. Scheiße, Paris. Oh, Ihre Musik klingt wie flüssiges Gold in meinen Ohren, Mann. Tropf, Tropf. Haben Sie so spielen gelernt? Musik hallte durch die Straßen von New Orleans. Wenn man begabt war, ging sie einem einfach ins Blut über. Aus dieser Begabung was zu machen, ohne falsche Töne zu spielen, das erfordert Übung. Jahrelange Übung. Und unglaublich viel Disziplin. Ich habe die Klarinette in der Schule gelernt. In der Schule lernt man nur, ein guter Sklave des Systems zu sein, Mann. Musikalisch und in anderer Hinsicht. Mann, nicht. Wow, Ihre Musik, Mann, die ist kosmisch, wie ein Ritt auf den Raumwinden. Sie spielt mit meinem Geist, verstehen Sie? Durch sie fühle ich mich... fühle ich mich etwas... seltsam, ehrlich gesagt. Warum tun Sie sich das an, Junge? Was? Sie nehmen was ein, wenn keiner hinsieht. Das ist cool, Mann. Ich forsche, ich erweitere meinen Horizont, mental, verstehen Sie? Das sollten Sie lieber lassen. Mann, Sie verstehen das nicht, Paris. Sie wissen doch gar nicht, was ich verstehe. Es geht ums Universum, das ist wichtig. Es gibt Dinge, deren Sinn ich verstehen muss. Mein Sohn. Im Universum ergibt nur eine Sache Sinn. Und zwar der süße Klang der Musik. Sie verstehen es nicht, Mann. Also, Sie sagen, er ging Richtung Schießanlage? Der ist sicher auf einem Trip. Ja. Danke. Arrowbilly, ich hab da vielleicht was für Sie. Wie geht's Ihnen? Suchen Sie Wyatt bei der Schießanlage. Er ist in die Richtung abgedampft. Wyatt scheint ein guter Junge zu sein, trotz seiner Probleme. Finden Sie ihn. Vielen
Vielleicht ist Dwight ja bei der Schießanlage. Diese Kopfschmerzen bringen mich um, Thomas. Ich wollte lesen, aber die Tochter sind alle verschwunden. Wyatt, mal nachdenken. Schauen Sie mal. Kennen Sie diesen Regimebunker in Manhattan? Den nutzen die Schweine als Basis. Wir haben einen Funkspruch abgefangen, in dem die dort gelagerte Kampfausrüstung genannt wurde. Jetzt kommt's. Auf der Liste stehen voll funktionsfähige Python-Gurte. Schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Aber hallo. Schon auf Sie aufmachen. Alles in bester Ordnung, Captain. Und, haben Sie Wyatt schon in der Schießanlage gesucht? Spürst du, wie sich das Blatt wendet, Blaskovic? Uns hinlegen und sterben? Und nein, nicht dieser Amerikaner. Ich hab mir gesagt, ich... Manchmal hoffnungslos. Boah, wenn dieses grässliche Buch verschwände, wäre ich glücklich. Wyatt, ich glaube, der war in der Messe, Bruder. Hat mit meinem Freund Paris Jack gesprochen. Tut mir leid, Sie aufgeblasener Autor. Aber Ihr erotischer Kriminalroman soll mich anmachen und nicht das Gegenteil bewirken. Ich weiß nur noch, dass Wyatt in der Messe sah. Alles gut, Captain. Haben Sie Wyatt gefunden? Wyatt sah letzte Nacht unglücklich aus. Vielleicht wollte er sich ja aufmuntern. Billard funktioniert bei mir immer. Sie ist traurig aus, Mädchen. Aber geht ihm nicht so gut. Ihre Nippel waren wie zwei Rosenknospen, die darauf warteten, vom Gärtner gegossen zu werden. Hätte ich eine Gabel, würde ich mir die jetzt ins Auge rammen. Was läuft denn so, Bruder? Wollte Wyatt seinen Rausch ausschlafen. Wie der Rest von
Kerlchen ist heute Morgen gestorben. Hat den Käse nicht gegessen. Ist verhungert. Dahingerafft. Wyatt. Wer? Sie. Ich spreche mit Ihnen, Wyatt. Oh, der Kleine. Ja, der ist weg. Er hat nach der Wahrheit gesucht, sie aber nicht vertragen. Also, Sie reden Unsinn, Mann. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir brauchen Sie, Wyatt. Sein Vater hatte seine Zukunft schon für ihn geplant. Elite-Uni und danach ab an die Spitze des Kongresses. Hat ihn enterbt, als er zum Militär ging, nannte ihn ein undankbares Gör. Und die Mutter verfiel in diesem großen, dunklen Haus in Depressionen. Als er nach Europa kam, schluckte sie eine ganze Schachtel Pillen. Und das war's. Aus und vorbei. Ich bring Sie zu Seth. Der kann Ihnen helfen. Sie sind nur etwas verwirrt, sonst nichts. Kommen Sie jetzt. Nein, 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 Wyatt. Kommen Sie schon. Wyatt. Ich bin Ihr Freund, nicht wahr? Er sah perfekte Muster, die Äste eines Baumes verschluckten. Das allwissende Weltraumwesen im Zentrum starrte ihn an. Oh, der Junge näherte sich dem Gipfel des Universums, doch alles verschwand. Und ein riesiger schwarzer Graben öffnete sich, um alle Farben zu verschlucken, sodass er nichts sah. Er sah nichts außer diesem transdimensionalen Maul, das seine Seele verschlang. Nichts mehr hat Bedeutung, Mann. Das Ende der Menschheit. Ja. Sagen Sie, dass es ihm leid tut. Sagen Sie, dass er sie liebte. Ja. 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 Was ist los mit ihm? Hohe Dosis Psychedelika und jetzt kommt's. Damals bei den Dati-Shoot haben wir ähnliche Substanzen benutzt. Aber niemals hatte jemand so klare Visionen wie Wyatt. Das ist bemerkenswert. Wird er wieder? Nun, ich gebe ihm jetzt Flüssigkeit. Das dürfte ihm helfen. Ist das eine Art Türknauf-Set? Ja, oh nein, 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 Junge, nein. Was haben Sie gesagt? Wyatt, vergessen Sie nie, wer Sie sind, Mann. Und wer wir sind. Und was wir sind, Soldat. Ich fühle mich schon viel besser, Cap. Wieder in meinem Körper. Sie tragen ja immer noch Ihr Partyhütchen. Ich musste sie K.O. schlagen. Tut mir leid. Ja, ich erinnere mich. Habe ich wohl gebraucht. Sternkarte, sagt er. Hey, Wyatt. Ja? Ich mag sie, Mann. Meine Brüder und Schwestern, hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Ich bin kein Regimeflittchen. Kapieren Sie es endlich! Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzuschaffen, der ich nicht bin! Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie! Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung.
Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Und du! Ich liebe dich! Verstehst du das denn nicht, du Vollidiot! Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen. Weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun! Sekun! Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals! Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Außenmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert.